tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Rihornior vor. Rihornior ist die Weiterentwicklung von Rihorn und Rizaros und hat wie diese einen Bodengesteintyp, was ihm eine Doppelschwäche gegen Wasser und Pflanze, eine Schwäche gegen Boden, Stahl, Kampf und Eis, eine Resistenz gegen Normal, Feuer, Flug und Gestein, eine Doppelresistenz gegen Gift sowie eine Immunität gegen Elektroattacken gibt. Rihornios Basiswerte sind insgesamt recht hoch, jedoch recht einseitig auf KP, Angriff und Verteidigung verteilt, während die übrigen Statuswerte nur schwach besetzt sind. Seine Basiswerte bieten sich jedoch perfekt für einen offensivfesten Tank an. Die EV verteilt man 44 in KP, 252 in Angriff und 212 in Spezialverteidigung. Ein hartes Wesen maximiert den Angriff. Rihornios Fähigkeit Felskern verringert den Schaden von effektiven Attacken gegen ihn um 25%. Also machen effektive Attacken nur noch den 1,5-fachen Schaden anstatt den doppelten und Wasser- und Pflanzenattacken richten den dreifachen Schaden statt den vierfachen Schaden an. Im Moveset für Rihornior nehmen wir Erdbeben, Steinkante, Vielender und Feuerschlag. Erdbeben und Steinkante sind starke Step-Attacken, die sich schon annähernd perfekt covern. Vielender ist eine starke Käferattacke, die hier zwar nicht viel für die Coverage macht, jedoch wegen der großen Stärke auch bei neutralen Treffern noch viel Schaden macht. Feuerschlag ist eine Attacke, mit der man viele Pokémon effektiv treffen kann, die es von Rihornior nicht unbedingt erwarten, wie zum Beispiel Xerox oder Tentantel. Als Item nimmt man wie erwähnt eine Offensivweste. Diese boostet die bei gegebenen EV-Split die Spezialverteidigung auf dasselbe Level wie die Verteidigung, wodurch Rihornior auf beiden Seiten genug einstecken kann. Durch seinen Angriffswert, der jenseits der 400 liegt und seinen starken Attacken, hat er auch gute Chancen, seine Gegner schnell zu besiegen. Ihr solltet ihn trotzdem vor Wasser- und Pflanzen-Pokémon fernhalten, da diese ihm enormen Schaden verursachen können. Lasst Rihornior nach Möglichkeit nur resistete Hits tanken, wenn ihr ihn reinwerft, und versucht zu predikten, was euer Gegner wechseln wird, nachdem ihr es reingeworfen habt. Gute Teampartner für Rihornior sind Pokémon mit Vegetaria, H2O-Absorber, Sturmsog und Trockenheit, da diese eine Immunität gegen Wasser- bzw. Pflanzenattacken aufweisen und somit Rihornios größte Schwächen abdecken können. Ein Pokémon mit Dürre oder Sonnentag reduziert ebenfalls die Wasserschwäche von Rihornior und verstärkt seinen Feuerschlag um 50%. Das war's von meinem Rihornior und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.